Ich war auf der Insel Rügen und schaut mal, wen ich da getroffen habe. Wolfgang Job, der war da mit seinem Team jeden Morgen gesessen. Und der Modeschöpfer, der bekannte deutsche Modeschöpfer, ich habe ihn dann auch getroffen, kurz mit ihm gesprochen. Und er kommentiert die Mode von den Leuten, die so getragen wird. Ich fand das super nett, wie ich mit ihm ins Gespräch kam. Super Typ. Ein grandioser Geschäftsmann. Und aus dem Grund will ich jetzt auch ein bisschen über Modeaktien sprechen. Ich habe die Gap gekauft, die amerikanische, im Grunde Jeanskette aus Kalifornien. Hat sich katastrophal entwickelt. Muss ich zugeben, es ist ganz schwierig, das Modegeschäft. Hier, Wolfgang Job. Wie gesagt, wir haben kurz gesprochen. Super Typ. Und viele Geschäfte in dem Ort, auf der Insel Rügen, haben Job Mode sogar im Schaufenster. Also er hat da eine Marke aufgebaut, die weltweit bekannt ist. Ja, kommen wir mal zu den Aktien. Hugo Boss hat einen neuen Chef bekommen vor gut 2 Jahren. Daniel Grieder, der hat den Turnaround hingekriegt. Die Aktie war im Niedergang und er, der Amerikaner, hat angefangen, das wieder zu beleben, macht mehr Modeschauen, hat viele, viele Influencer gewonnen, Hunderte für Hugo Boss. Und das Geschäft zieht wieder an. Ähnlich hoffe ich, dass bei Gap das passiert. Die ist auch brutal abgestürzt. Die steht bei $10 rund. Die haben vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie einen neuen Chef verpflichtet haben. Den ehemaligen Mattel-Boss, der im Grunde den Barbie-Film in die Kinos gebracht hat und Mattel wieder zu einer großen Marke gemacht hat. Und der fängt jetzt an bei Gap. Die Familie Fischer hat die Mehrheit der Aktien von Gap, die Gründerfamilie Fischer aus Kalifornien, die Nachfahren der Gründer. Und ich hoffe, dass die auch ähnlich wie Hugo Boss mal richtig abgehen. Hugo Boss will ja 5 Milliarden Umsatz machen in ein paar Jahren und der Börsenwert ist bei circa rund 5 Milliarden bei Hugo Boss. Also es ist eine interessante Aktie, beide im Grunde. Aber bei Gap habe ich viel Kursverlust erlitten und deswegen hoffe ich, dass es wieder nach oben geht. Hier seht ihr das Seebad Binz. Auf der Insel Rügen, da war ich in diesem schönen Hotel, direkt an diesem Steg, wo eben auch der Wolfgang Job viele, viele Tage war, unterwegs war mit dem ganzen Team. Ich war ja auch in Schottland, in Edinburgh. Da habe ich so eine kleine Whisky-Tour gemacht. Und hier ist eine der größten Whisky-Sammlungen, schottischer Whisky der Welt. Und Diageo hat das übernommen. Die Sammlung, diese Flaschensammlung. Und das ist auch eine interessante Aktie, wer gerne Spirituosen hat. KGV 20, Dividende 2,1%. Läuft langfristig auch fantastisch, wie man hier sieht. Ist vielleicht, hat auch viele bekannte Marken, ob das im Bereich Wodka ist. Oder, also es gibt viele, viele bekannte, ein großes Markenportfolio. Und die Aktie läuft, wie man sieht, wenn man lang genug dabei bleibt. Baileys gehört dazu, Irish Cream, und also Smirnoff im Wodka-Bereich. Ja, dann war ich vorher in Kopenhagen gewesen. Überall habe ich dort Tesla gesehen, also Elektroautos, auch in Kalifornien. Du siehst die überall. Tesla ist schon ja, führend. Und der Elon Musk hat das also fantastisch aufgebaut und ausgebaut, seine Firma. Natürlich hat er auch immer mehr Konkurrenten, ob das jetzt BYD ist in China oder die deutschen Autobauer, die Richtung E-Autos gehen. Aber es fängt erst langsam an bei den Deutschen, ob das jetzt BMW ist, Volkswagen oder die anderen Hersteller. Es ist schwierig, die fangen langsam an, haben das lange Zeit verpennt. Tesla ist eine Riesenaktie. Ich habe sie komplett vermisst. Man sieht hier 20.000% hättest du zulegen können mit der Aktie, wenn du frühzeitig im Jahr 2010 oder so eingestiegen wärst. Dann habe ich gesehen in Kopenhagen Kreuzfahrtschiffe überall. Überall an den großen Häfen siehst du die. Das ist wieder sehr aktiv. Nach der Pandemie vor 3 Jahren ist das komplett eingebrochen. Jetzt läuft es wieder. Ich habe ja die Karnevalaktien. Hier war ich in einem schönen Hotel in Berlin. Ausnahmsweise mal ein schönes, ab und zu mal für 3 Tage, 2, 3 Tage gönne ich mir das. Das zeige ich euch.
Das war ein altes Haus, was sehr schön renoviert worden ist. Und natürlich schaue ich auch mit diesen ganzen Treuepunkten und ich suche immer natürlich auch Sonderangebote. Das kannst du finden, wenn man sich umschaut. Manchmal hin und wieder gönne ich mir das, aber normalerweise gehe ich in ganz einfache Pensionen. Aber Kontrastprogramm, Leute, Kontrastprogramm ist ganz interessant. Dafür habe ich kein Auto, dafür wohne ich in einer ganz kleinen Hütte in New York. Und du musst halt beides mal ausprobieren, damit du das eine und das andere genießen kannst. Ja, dann habe ich viele Museen abgeklappert in Berlin. Ich war total oft unterwegs. Dann habe ich ein Follower-Treffen gehabt in einem Biergarten. Das habe ich ja schon mal angesprochen. Und dann will ich euch noch sagen, was ich noch alles vorhabe mit dem Kanal. Ich möchte den ja ausbauen. Mein Ziel ist mindestens 30.000 Follower will ich jetzt erstmal haben als nächstes Ziel. Und ich mache auch noch, ich treffe ein paar Vermögensverwalter, Hedgefondsmanager in New York. Da kommt auch bald ein Video hier, Bundesministerium der Finanzen in Berlin. Die haben ja ganz großes Problem mit der Altersvorsorge in Deutschland. Das gesetzliche Rentensystem ist eine Katastrophe. Altersarmut ist auf dem Vormarsch. Und da mache ich auch Deutschland einen großen Vorwurf, dass sie das nicht in den Griff bekommen. So lange abwarten, so lange das Verzögern. Eine unheimlich wichtige Reform ist hier nötig. Aber irgendwie die Regierung kriegt das nicht in den Griff. Sie könnten lernen, hier mein Lasertreffen. Sie könnten lernen von den Amerikanern mit dem 401k-Programm. Ja, ich habe heute so ein Follower-Treffen gemacht in Berlin und da habe ich die Beatrice getroffen aus der Schweiz und ich fand super, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, man muss für die Enkelkinder auch so einen Sparplan machen mit ETFs oder Aktien und da kann man schon anfangen mit 25 Franken. Ja, bei uns in der Schweiz haben wir Yuh, das ist die Bank, die von Swissquote und PostFinance ins Leben gerufen wurde. Und dort hat man die Möglichkeit, dass man mit 25 Franken bereits dabei ist und Aktien kaufen kann. Und ich finde, jede Großmutter hat doch vielleicht 25 Franken Ende Monat übrig und da könnte sie diese für die Enkelkinder investieren. Ja. Also ich finde das sehr gut. Und du hast Also das auch gemacht, ja, das mache ich auch. Also ich mache etwas im größeren Rahmen, ja? nicht mit 25 Franken, aber darum finde ich, das könnte eigentlich jede Jeder. Großmutter machen, Ja. ja, finde ich, Ja. ja. Da wäre viel getan für die Altersvorsorge und. Ja. Ich möchte, dass meine Enkelkinder finanziell frei werden und ich arbeite sehr stark an diesem Ziel und ja. Sehr gut, Ja. vielen Dank. Das finde ich super. Danke auch. Danke. Danke. Ich habe hier den Abnor getroffen auf meinem Follower-Treffen in Berlin. Und was ich so toll finde, du hast eine Firma mitgegründet und aufgebaut Ja. im Bereich Software. Und wie heißt die Firma? Die Firma heißt Ivy. Und Genau. was macht die Software? Worum geht's? Ja, wir helfen Bewerber, den passenden Job zu finden. Und das machen wir über Challenges, die wissenschaftlich fundiert sind, also auch über eine App. Und auf der anderen Seite nutzen halt Unternehmen unsere Software, die dann ihre Bewerber durch Assessments ja, testen. Und ihr habt schon ganz tolle Firmen gefunden, die da bei euch mitmachen. Kannst du die nennen oder? Also Genau. ganz große aus dem DAX und so. Ja, es gibt schon einige aus dem DAX. Beiersdorf zum Beispiel ist mit Ja. drin. Auch viele KMUs sind mit dabei. Startups, also schon eine gute Mischung. Sehr Ja. gut. Ja. Und wie kommt das an, das Produkt bei dem Endkunden, die Jobs suchen? Habt ihr da gute Anknüpfungspunkte und habt viele drauf auf der Plattform oder ist das am Anfang schwierig aufzubauen? Ja, ich muss ehrlich zugeben, ganz zu Beginn hatten wir B2C. Also das ist sehr schwierig, da an die Massen ranzukommen, aber dann haben wir uns mehr in B2B fokussiert und das funktioniert einfacher. Also da merken wir schon jetzt mehr, dass die Kunden steigen. Und wo habt ihr das Geld bekommen für die Firmengründung? Du hast gesagt, du hast kein eigenes Geld reingesteckt. Das ist auch interessant. Wie hast du das gemacht? Nein, ich habe kein eigenes Geld investiert, also kein Kapital investiert für das Unternehmen quasi. Wir haben uns über Fördergelder genau über Wasser gehalten. Zum Also Beispiel, ja, wer hat genau. euch Fördergelder gegeben? Ja, es gibt verschiedene Programme hier in, also
in Deutschland, Exist zum Beispiel. Exist, mhm. Das Gründerstipendium, das haben wir dann jeder Gründer einzeln bekommen. Das sind um die 2500 Euro im Monat, wo man sich den Lebensunterhalt auch bezahlen kann. Ja, genau. Ja. Und dann habt ihr jetzt wie viele Mitarbeiter? 12 Mitarbeiter? Wir sind um die 12. 12, ja. 12 Mitarbeiter, genau. Gut. Ja. Das Büro wolltest du noch sagen. Wo habt ihr das? Genau, das Büro ist momentan von der IHK. Also die stellen uns das zur Verfügung. Auch sehr zentral in Berlin. Ja, aber ist es gut? Ja, ist ganz gut. Also es lässt sich dort auch ganz entspannt arbeiten. Ist auch klimatisiert im Sommer. Gut. aber wir sind die meiste Zeit im Homeoffice. Genau. Ja, und du bist Programmierer? Genau, ich bin Programmierer, zuständig fürs Produkt bei uns. Genau. Welche Programmiersprache machst du dann? JavaScript. Okay, ja. Super. Ja. Und dann deine eigene Aktien, machst du Aktien oder ETFs? Ich bin voll in Aktien drin. Hab mit ETFs angefangen, aber die habe ich dann fallen gelassen und mache jetzt nur noch Aktien. Und was sind deine größten Aktienpositionen oder deine besten so? Meine größte ist momentan Realty Income. Ja. Allein aus dem Grund, dass monatlich die Dividende da ist. Aber da ist auch Palantir zum Beispiel dabei. Die liefen gigantisch, gell? Ja, als Risiko. Ja. Fantastisch entwickelt, gell? Die letzten Wochen, Monate, das Ding geht nur noch rauf. Ja. Da hatte ich echt Glück, dass ich da günstig, glaube 7, 8 Euro. Wow. Ja. Die haben den Turnaround hingekriegt und sind jetzt sehr profitabel geworden, gell? Das stimmt. Also muss man noch abwarten, klar, aber gut. Ja, in Berlin habe ich natürlich auch viele Firmen gesehen, HelloFresh zum Beispiel. Die stellen dir an die Haustür Essensboxen zu, da kannst du so eine Art Abo abschließen, brauchst du nicht mehr in die Supermärkte gehen. Diese Kochboxen, das lief ganz gut eine Zeit lang und dann ist es ziemlich eingebrochen, das Business. Viele so Startups und so. Es ist schwieriges Geschäft, auch langfristig. Es gibt viel Konkurrenz. Ja, hallo Tobias, wir sind jetzt in Berlin und du bist ein großer Warren Buffett-Fan, ein Value-Anleger auch. Ich wollte dich fragen, wie schaut deine private Anlagestrategie aus? Wie schaut dein Depot aus? Mein Depot sieht nicht so aus, wie man es dann vielleicht erwarten würde. Es ist relativ lastig in kleinen Small Caps investiert. 6 davon nehmen etwa 40-45% des Gesamtdepots auf. Ein paar davon nennen wir ja dann auch regelmäßig bei Echtgeld TV. Aber da halten wir uns ansonsten, oder halte ich mich an dieser Stelle dann im Jahresverlauf eigentlich mal relativ stark zurück, weil einige dieser Aktien eben auch eine Marktkapitalisierung haben, die unter 100 Millionen Euro liegt. Und von daher bleibt das dann eher im Verborgenen. Gut, aber nennen kannst du sie ja, aber wir müssen dazu sagen, klar, kleine Firmen, hohe Chance, höhere Chance, aber höheres Risiko. Na, und das höhere Risiko hat man bei zwei dieser Firmen beispielsweise in den letzten 12, 18 Monaten auch gemerkt. Also das ist kein Geheimnis. Lang und Schwarz ist eine dieser Positionen, haben gerade Dividende ausgeschüttet. Das hat man zumindest dann auch mal wieder im Depot gemerkt. Normalerweise kommen diese Polizeiautos immer dann vorbei, wenn der Christian was sagt. Jetzt passiert es bei mir auch, aber so ist es eben in Kreuzberg. Genau. Die andere Aktie ist die frühere Wall Street Online AG, die jetzt Smart Broker AG heißt. Die hat ja in den letzten Monaten auch eine etwas bewegtere Geschichte hinter sich gebracht mit nicht fertiggestellten oder nicht mit wie angekündigt fertiggestellten Projekten und natürlich auch mit den im Broker-Umfeld zurückgehenden Ordervolumen. Das ist eine zweite Position, mit der ich aber über 1000% vorne liege. Mit Lang und Schwarz sind es keine 1000 mehr, sondern im Durchschnitt wahrscheinlich so 700-800%. Aber wo man dann eben auch sieht, das waren schon mal bei beiden Positionen deutlich mehr Plusprozente, als es jetzt sind. Dann bist du auch ein Langfristanleger, das höre ich gleich daraus. Genau, ja. Also wenn ich eine Position habe, dann bleibt die in der Regel auch liegen. Also wo ich glaube, dass ich ganz, ganz geeignet bin, ist beim Einkauf vom Unternehmen. Beim Verkaufen tue ich mich dann gelegentlich doch ein bisschen schwerer. Bist du ein Buy-and-Hold-Anleger? Aber wie viele Jahre hältst du im Schnitt, wenn man jetzt so ganz grob schauen würde? Ich glaube jetzt eine Wall Street Online oder eine Smart Broker, wie sie jetzt heißt, habe ich glaube ich schon 10 Jahre. Das war damals auch eine ganz bestimmte Situation, als ich die Aktie gekauft habe, als mir klar war, die muss auf dem Level deutlich unterbewertet sein. Und nachdem sie dann in die Bewertungsrange mit einer Verdreifachung reingewachsen war, die ich sie mir vorgestellt hatte, hatte ich 90% dieser Position auch wieder verkauft.
habe noch so einen Erinnerungsposten, wie ich dachte, behalten, der sich dann, und das ist mir vorher auch noch nie passiert, der sich dann nochmal verzehnfacht hat. Ja. Dadurch ist die Position dann wieder einigermaßen groß geworden. Aber ich bin ja in dem Unternehmen investiert, weil ich im Großen und Ganzen gut finde, was sie so machen. Bei einer Smart Broker muss man aufgrund der Werbung, die auf Wall Street Online läuft, immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber so ganz grundsätzlich bin ich von dem Businessmodell, was die da machen und auch was sie mit dem Brokerage machen, eben überzeugt. Und so ist es eben bei Lang und Schwarz auch. Lang und Schwarz, da gab's, hast du angesprochen, auch große Änderungen und Volatilität. Woran lag das? Ja, das lag daran, dass man auf einmal mit dem Thema von nicht ganz steuerkorrekt geführten Transaktionen, also das ganze Cum-Ex-Thema, konfrontiert war, dadurch eben auch oder im Zuge dessen ein Vorstand abberufen wurde, wo jetzt eben noch Verfahren laufen und man nicht so genau weiß, wie viel ist da eigentlich dran. Firma läuft aber im Moment operativ stabil. Die produzieren auch Gewinne. Die sind an ganz, ganz vielen Stellen eben auch wirklich sehr, sehr gut in Systeme von Banken, was ja wichtig ist, eingebunden und sind eben einer der Market Maker in Deutschland, der bei vielen, vielen und für viele Broker eben aktiv ist. Und dann noch zum Schluss, was für einen Tipp hast du für Anleger, Privatanleger, die an der Börse Erfolg haben wollen? Was ist dein Tipp, worauf sollten die achten? Was wäre ganz wichtig, was oft überhaupt nicht verstanden wird oder missachtet wird? Es klingt immer wieder so abgedroschen, aber was ich eben immer wieder am meisten feststelle, ist, dass man sich zu lange einen Kopf macht und eine Basisstrategie mit ein, zwei oder drei ETFs, die findet man wirklich einfach. Und zunächst mal diese Entscheidung zu treffen, dann auch zu sagen, jo, mache ich jetzt. Und wenn beispielsweise das US-Gewicht, was ja beim MSCI World vorkommen soll, vielleicht ein bisschen zu hoch ist, dann kann man das ja einfach und selbstständig mit einer Asien-, mit einer Europakomponente ergänzen. Aber bitte machen, anfangen, nicht so lange herum theoretisieren, wie ich es mal bei einem Anlegertreffen hatte, wo ich dann mit jemandem lange gesprochen habe und gemerkt habe, der hat sich viel damit beschäftigt. Und wie viel legst du denn jetzt eigentlich so an oder wie groß ist dein Depot? Er hat noch gar nicht angefangen. Und in dem Gespräch hatte sich schon herausgestellt, dass er seit 4 Jahren sich mit dem Thema beschäftigt. Er hatte also 4 Jahre Zeit verloren, ja. In der er sich auch, und das ist auch wichtig, daran gewöhnt hat, Geld regelmäßig wegzulegen. Also was elementar wichtig ist, früh anfangen, möglichst, und sobald man es eben kann, mit 10% Gehaltserhöhungen zu 50% in den Sparplan packen, mit den 50% anderen übrigens auch leben. Ja? Selbst das Sparbrötchen Tim ist nach Berlin gekommen und wohnt, kleiner Insider, in einem gar nicht so preiswerten Hotel in der Hauptstadt. Und vergesst bei allem, was ihr da so macht, eins nicht, Leben ist auch wichtig. Denn ob ihr 50 oder 60 werdet, weiß keiner. Und ein paar Erlebnisse solltet ihr auch in jungen Jahren gemacht haben. Und ein Grund ist die Angst, warum die Leute so lange warten. Das ist, glaube ich, Angst, Unsicherheit und die haben Angst, einen Fehler zu machen und dann warten sie 4 Jahre. Ein Mantra, was wir bei Echtgeld TV eigentlich immer sagen, und der Christian hat sogar ein Brettchen dazu, ein kleines Frühstücksbrettchen dazu gemacht, wo er im Grunde genommen auch mal die Gründe, die in jeder Situation in den letzten, Christian, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber in den letzten 50, 60, 70 Jahren aufgelistet hat, warum es genau in diesem Moment ganz blöd war, in Aktien zu investieren. Und die Typen gibt's immer. Dirk Müller hat ein eigenes Geschäftsmodell darum gebaut. Aber wenn man sich das dann mal anguckt, was ist da dran? Die Wirtschaft entwickelt sich weiter. Neue Geschäftsideen kommen. Und Disruption findet statt. Und wenn man da mit einem breiten Investment dann einfach mit dabei ist, dann hat man da auch was von. Beispielsweise mit einem weltweit anlegenden ETF. Jo, vielen Dank, Tobias. Gerne. Super.